Es gibt Geschichten, die werden erzählt. Andere wiederum werden einfach vergessen. Es gibt aber auch Geschichten, die es wert sind, niedergeschrieben und gefeiert zu werden. Und das ist die Geschichte unseres Unternehmens von Anfang an. Wir feiern heuer unser 70-jähriges Firmenjubiläum und ich stehe hier an dem Ort, wo 1946 alles begann. »1946 entsteht in einem im Zweiten Weltkrieg zerbombten Gebäude die Franz Rübig und Söhne Metallwarenfabrik. Die Gründer sind der Vater Franz mit seinen beiden Söhnen Helmut und Herbert Rübig. 1947 wurde das Gebäude in der Schulstraße neu aufgebaut und mit der Produktion von Medizintechnikprodukten begonnen. 1952 wurde der erste Brettfallhammer in Betrieb genommen. Das war der Start des Gesenkschmiedens bei Rübig, was die Unternehmensgeschichte nachhaltig beeinflusste. In den 50er und 60er Jahren wurde der Werkzeugbau kontinuierlich auf- und ausgebaut. Der letzte Fallhammer wurde 1972 installiert. In den 70er Jahren wurde als Innovation mit selbstentwickelten gasbetriebenen Erwärmungsöfen und Gegenschlaghämmern eine neue Ära in der Gesenkschmiede eingeleitet. Es bedarf eben immer außergewöhnlicher Menschen mit Pioniergeist und deren Leistungen, um etwas Erfolgreiches in die Wege zu leiten. Franz Rübig machte es möglich. Seit damals entwickelte sich die Firma Rübig zu einer international tätigen Unternehmensgruppe mit ca. 400 Mitarbeitern und über 50 Millionen Jahresumsatz. Der Rübig-Sicherheitsklappstecker und die zerlegbaren Ketten waren Basis für das kontinuierliche Firmenwachstum und wurden weltweit patentiert. Ende der 70er und zu Beginn der 80er Jahre wurden für die Eigenprodukte Klappstecker und Ketten Marketing- und Vertriebsaktivitäten gestartet. Hauptsächlich war Vater Helmut mit Sohn Paul Rübig mit eigenen Messeständen unterwegs. Bei Rübig wurde schon frühzeitig auf saubere und umweltfreundliche Energie gesetzt und das Potenzial von Wasserkraftwerken erkannt. 1967 wurde daher das Wasserkraftwerk Hofmühle in Wels-Lichtenegg gekauft. Zeit und Geld wurden in die notwendigen Sanierungen investiert. 1979 erfolgte dann der Ankauf des zweiten Kraftwerks in der Schafwiesenstraße. Von den Vertriebsaktivitäten der Rübig-Sicherheitsklappstecker in den 70ern bis zum Kauf eigener Wasserkraftwerke. All diese Schritte waren notwendig, um Rübig dorthin zu führen, wo es heute steht. Rübig ist als Metallkompetenzzentrum bekannt und unser Slogan lautet: Wir machen Stahl beständig. »1986 kehrte Günther Rübig nach seiner siebenjährigen Tätigkeit bei BMW in München nach Wels zurück und man begann mit der ersten Lohnvakuumhärterei Oberösterreichs in der Schafwiesenstraße. Der Standort, der bis zum Jahr 2000 in Betrieb war, wurde kontinuierlich erweitert. Zuletzt waren hier 45 Mitarbeiter beschäftigt. Die Räumlichkeiten in der Schafwiesenstraße platzten aus allen Nähten. Daher wurde im Jahr 2000 der Grundstein für die neue Härterei in der Griesmühlenstraße gelegt. Nach nur einjähriger Bautätigkeit konnte 2001 das neue Firmengebäude bezogen werden. Im Herbst 2001 erfolgte im Beisein der Familie Rübig die offizielle Eröffnung einer der modernsten Lohnhärtereien Europas
mit zahlreicher Prominenz. Gewohntes verlassen und neue Wege beschreiten. Sprich, was noch nicht ist, kann noch werden. Das war unser Motto in den 80ern. Und der Erfolg gab uns recht. Unsere Kunden sind renommierte Unternehmen aus der Automobilbranche, aus dem Maschinen-, Werkzeug- und Landmaschinenbau sowie der Luftfahrtindustrie.1990 wurde in der Durisolstraße der Standort Anlagenbau erworben, ein Bürogebäude errichtet und die bereits bestehende Werkshalle saniert. 1991 wurden die ersten Plasmanitrieranlagen Plasnit und Metallreinigungsanlagen Hydrovac erzeugt. Ein technischer Vorsprung, der das Wachstum der Sparte Anlagenbau sicherte. 1996 wurde das 50-jährige Firmenjubiläum in der Durisolstraße gefeiert. Neben zahlreichen Ehrengästen waren auch die beiden Gründersöhne Helmut und Herbert Rübig bei diesem Jubiläum anwesend. Am Standort Schulstraße war keine Betriebserweiterung mehr möglich. Daher wurde beschlossen, ein freistehendes Betriebsareal in der Mitterhofer Straße für die notwendigen Expansionen zu erwerben. 1999 wurde das neu fertiggestellte Büro- und Werksgebäude eröffnet. Günther und Paul Rübig begrüßten die zahlreichen Ehrengäste und Familienmitglieder. 2006 feierte die inzwischen zu einer Unternehmensgruppe angewachsene Firma Rübig ihr 60-jähriges Jubiläum. In diesem Jahr wurde der Standort Griesmühlstraße mit einem neu angekauften Betriebsgebäude erweitert, in dem sich heute die Rübig Aluminium und die Rübig Beschichtungsabteilung befindet. Auch der damalige Bundeskanzler Schüssel war in Wels und gratulierte zum Jubiläum. Und die beiden Firmensöhne Günther und Paul begrüßten persönlich mehr als 400 Gäste, sowie die beiden Firmengründer Helmut und Herbert. Die Produktion der ersten eigenen Plasmanitrieanlagen in den 90ern und der Neubau in der Mitterhofer Straße bescherte uns kontinuierliches und gesundes Wachstum. Auf soliden unternehmerischen Beinen in die Zukunft. Das war unsere Devise. Die Rübig-Gruppe ist nicht nur an 4 Standorten in Wels tätig, sondern seit 10 Jahren auch in der Slowakei. In den letzten Jahren wurde in den USA eine Vertriebs- und Service-Niederlassung gegründet und ein Tochterunternehmen in Deutschland eröffnet. Mit der Auslandsexpansion in Europa und USA werden auch die heimischen Standorte gestärkt. Bereits 2005 wurden in Nowaki Rohkomponenten für Anlagen hergestellt und sämtliche Vertriebsaktivitäten im Osten koordiniert. Schließlich wird im Juli 2013 der neu errichtete Härtetechnikstandort Rübig SK in Previca eröffnet. Eine Woche später, Mitte Juli, findet auch die Eröffnung der Service-Niederlassung Rübig US in Rockford, Illinois statt. Um den deutschen Markt effizienter bedienen zu können, wird schließlich 2015 in Pilsting eine Wärmebehandlung für Aluminium gegründet. Bis 2015 waren die Jahre, wo wir neue Wege am internationalen Markt beschritten, um dem Kunden und unserem Schaffen neuen Raum und mehr Flexibilität zu bieten. Mit dieser Vorgehensweise fixierten wir uns einen führenden Platz im internationalen Wettbewerb, welcher bis heute anhält. Die Leistungen der Rübig-Firmengründer und deren Nachfolger für die Welser sowie die oberösterreichische Wirtschaft wurden durch zahlreiche Ehrungen honoriert. ...1996 erhielten Helmut und Herbert Rübig vom damaligen Wirtschaftskammerpräsident Kurt Kaun die Ehrenmedaille der Oberösterreichischen Wirtschaftskammer.
Der Welser Bürgermeister Pregartner und Stadtrat Kransteiner verleihen Helmut Rübig das Verdienstzeichen der Stadt Wels in Gold. Überreichung des silbernen Verdienstzeichens des Landes Oberösterreich durch Landeshauptmann Ratzenböck an Helmut und Herbert Rübig. 2003 erhält Günther Rübig von Bürgermeister Keutz und Vizebürgermeister Pleuer die Verdienstmedaille der Stadt Wels in Gold. Die Firma Rübig erhält bereits Anfang der 90er Jahre für ihre umfangreichen Forschungsarbeiten eine Auszeichnung von der Forschungsförderungsgesellschaft, die Günther Rübig stellvertretend für das Unternehmen übernimmt. Günther Rübig wird zu seinem 60. Geburtstag von Landeshauptmann Püringer mit dem goldenen Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich ausgezeichnet. 2016 wird das 70-jährige Firmenjubiläum gefeiert. Nur durch ständige Forschung und Weiterentwicklung sowie Einsatz neuester Technologien war es möglich, ein Metallkompetenzzentrum europäischen Formats zu etablieren und im harten Wettbewerb zu bestehen. Ein Erfolgsrezept, das von Günther Rübig und seinen Kollegen der Geschäftsleitung auch in Zukunft weiter konsequent umgesetzt werden wird. Um den Fortbestand der Rübig-Unternehmensgruppe auch langfristig zu sichern.